Was stellst du gerne aus, begleichst sie aber ungerne? Korrekt, Rechnungen. Das Schreiben einer Ausgangsrechnung ist Pflicht. Entsprechend gibt es hier auch bestimmte Pflichtangaben, die auf jeder Rechnung vorhanden sein müssen. In wenigen Minuten wirst du genau wissen, wie du deine Rechnung stellen musst. In § 14 Absatz 2 Nummer 2 des Umsatzsteuergesetzes findest du alle erforderlichen Angaben einer Rechnung. Wir fassen sie für dich zusammen. Stelle dir vor, du als Firma Schuhmacher erhältst Waren von der Firma Lederladen. Auf eine Rechnung muss Name und Anschrift vom Lederladen und deiner Firma Schuhmacher. Diese Angaben müssen vollständig sein. Deine Steuernummer vom Finanzamt erteilt. Die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Lederladens vom Bundeszentralamt für Steuern ausgewiesen. Das Ausstellungsdatum. Eine eindeutige Rechnungsnummer, die einem Nummernkreis zugewiesen werden kann. Menge und Bezeichnung der gelieferten Ware oder Umfang und Art der erbrachten Leistung. Der Zeitpunkt der Warenlieferung oder Leistungserbringung. Das Entgelt aufgeschlüsselt nach Steuersätzen oder einzelnen Steuerbefreiungen, der geltende Steuersatz und den Steuerbetrag. Das sind die grundsätzlichen Angaben. Nun zu einigen Besonderheiten. Wird für die Ware oder Dienstleistung keine Steuer erhoben, so muss auf der Rechnung gekennzeichnet sein, dass eine Steuerbefreiung gilt. Oftmals ist dies bei dem Nicht-EU-Land Schweiz der Fall. Bestellst du deine Ware also anstatt beim Lederladen, nun in der Schweiz beim Lederlädli, so musst du als deutscher Empfänger der Ware die Umsatzsteuer zum deutschen Steuersatz abführen. Stellst du eine Rechnung an einen Nichtunternehmer, musst du Folgendes beachten. Wenn eine Rechnung für eine umsatzsteuerpflichtige Werksleistung oder für eine Leistung im Zusammenhang mit einem Grundstück gilt, dann darf ein Hinweis auf die Aufbewahrungspflicht nicht fehlen. Ein weiterer Hinweis, der aber optional ist, ist ein Hinweis auf die Zahlung. Dies beinhaltet das Zahlungsziel. Gewährst du dem Lederladen Skonto, dann schreibst du den Skontobetrag und die Zahlungsfrist mit auf die Rechnung. Außerdem kannst du deine Bankverbindung, Kontonummer, Bankleitzahl und Bezeichnung der Bank anfügen. Das sind schon sehr viele Angaben für deine Rechnung über 120 Euro für ein kleines Stück Leder, findest du nicht? Glücklicherweise gibt es hier die Umsatzsteuerdurchführungsverordnung, welche Rechnungen über Kleinbeträge vereinfacht. Wird der Gesamtbetrag von 250 Euro nicht überschritten, so gilt die Rechnung als Kleinbetragsrechnung. Hier fallen dann nur noch wenige Pflichtangaben an. Diese sind der vollständige Name vom Lederladen, das Ausstellungsdatum, Art und Menge der gelieferten Ware oder Dienstleistung, Rechnungsbetrag, Nettobetrag, Steuersatz und Bruttobetrag und zuletzt eventuell noch den Hinweis auf eine Steuerbefreiung. Folglich entfallen hier der Name Schuhmacher, deine Steuernummer, die Rechnungsnummer und der Leistungszeitraum. Wenn du denkst, ach, ist ja nicht so schlimm, wenn da mal was fehlt, dann solltest du jetzt gut zuhören. Verstößt du als Unternehmen gegen die Pflicht zur Rechnungsausstellung oder gegen die gesetzlich geltende Aufbewahrungspflicht, dann kannst du um bis zu 5.000 Euro erleichtert werden. Als Nichtunternehmer musst du bei einem Verstoß mit einer Geldbuße von bis zu 500 Euro rechnen, wenn du Rechnungen, die Leistungen für ein Grundstück betreffen, nicht mindestens 2 Jahre lang aufbewahrst. Wenn du mit dem Leistungsempfänger vereinbarst, dass ihr keine Rechnung ausstellt, verstößt du gegen die Rechnungspflichten. Dies tut man meist, um die Umsatzsteuer zu umgehen, auch bekannt als Steuerhinterziehung. Im Jahr 2004 wurden die gesetzlichen Beschränkungen intensiviert. Vor allem Leistungen mit Bezug auf Grundstücke sind hiervon betroffen. Werden Ausstellungspflicht und Aufbewahrungspflicht missachtet, so zieht das die Nichtigkeit des Vertrags nach sich. Klingt alles nicht so angenehm, oder? Du kannst dir das Schreiben von Rechnungen aber auch erleichtern. Du darfst Rechnungen auch elektronisch erstellen und versenden, sofern eine qualifizierte elektronische Signatur vorhanden ist. Ein Rechnungsprogramm kann dir hier einiges an Arbeit abnehmen. In CevDesk kannst du Rechnungen in wenigen Sekunden schreiben oder bei wiederkehrenden sogar automatisch erstellen lassen. Damit sicherst du dich gegen die vorhin genannten Geldstrafen sicher ab. Du kannst 14 Tage kostenlos und unverbindlich testen, ob CevDesk etwas für dich ist. Gehen wir zum Schluss noch auf die rechtlichen Aspekte einer Rechnung ein. Rechnungen werden schuldrechtlich, handelsrechtlich und umsatzsteuerrechtlich behandelt. Die umsatzsteuerrechtlichen Angaben haben wir bereits behandelt. Das Schuldrecht gewährleistet nicht, dass die Leistung erbracht wird. Auch Reklamation und Haftung fallen nicht in das Schuldrecht. Was es jedoch abdeckt, ist der Zahlungsverzug. Ein Verzug tritt auf, sobald das Begleichen einer Rechnung 30 Tage überfällig ist. Das Handelsrecht stellt bestimmte Anforderungen an Rechnungen. Ein Kaufmann oder eine Handelsgesellschaft müssen eine Rechnung schreiben, auf der Firma und Rechtsform, Ort der Handelsniederlassung, Registergericht, Handelsregisternummer,
und die Geschäftsführer, Vorstandsmitglieder sowie Vorsitzende des Aufsichtsrates angegeben sind. Das waren die wichtigen Bestandteile einer Rechnung. Wir hoffen, wir konnten dir weiterhelfen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass uns doch einen Daumen nach oben da. Du kannst unseren Kanal abonnieren und die Glocke anklicken, wenn du mehr Videos zum Thema Selbstständigkeit sehen möchtest. Danke fürs Zuschauen.